Ja, hallo, herzlich willkommen. Ich bin's wieder, Thomas von TomTeTom Games, und ihr seid mit dabei in der zweiten Folge unserer neuen Let's Play-Reihe zu Centurion, Defender of Rome. Ja, eigentlich wollen wir gar nicht so sehr Defender sein, sondern das Spiel geht ja eigentlich eher in die Richtung, dass man erobern soll. Aber gut, das klang vielleicht nicht so gut, das weiß ich nicht. In der ersten Folge haben wir es schon geschafft, drei neue Provinzen zu erobern. Wir sind ja gestartet, ganz klar, in der römischen Provinz, in Italien sozusagen heute. Also im heutigen Italien, haben dann hier die Südfrankreich, diese Region im Prinzip erobert. Ne, beziehungsweise erst Sizilien, dann die Südfrankreich und dann Mittel- und Nordfrankreich, also Gallien im Prinzip. Haben eine zweite Armee ausgehoben und jetzt geht es heute eben darum, einerseits diesen Stamm zu sichern, denn die Provinzen sind natürlich auch nicht so begeistert aufgrund unserer Tributzahlung, also der Steuern, die wir nehmen. Und auch so, die meisten lassen sich einfach nicht gerne erobern. Ich verstehe das nicht als Römer. Denn immerhin bringen wir den Fortschritt zu den Barbaren. Aber ja, die Barbaren sehen das möglicherweise anders. Ja, und dann soll es jetzt auch losgehen, damit wir auch ein bisschen vorankommen. Erstmal schaue ich mir mal an, wie es in den Provinzen aussieht, stimmungstechnisch. Hier ist man sauer. Wir haben im Moment auch nochmal, wir haben 22 Talente derzeit. Wir können also jetzt es uns auch nicht leisten, in jeder Provinz ständig irgendwelche Spiele abzuhalten. Das muss man schon recht gezielt machen. Ja, vielleicht Sizilien. Ja, sieht eigentlich okay aus. Sind ein bisschen sauer, aber das wird sich sicher geben, wenn sie jetzt merken, welche unglaublichen Fortschritte unser Einfluss auch bei ihnen bringt. So, ich klicke hier irgendwie das. Wo muss ich denn draufklicken? Ging das denn noch mit der Armee? Ich dachte einen Rechtsklick, aber das klappt auch nicht. Achso, weil die schon, ja, beide Armeen haben diesen Zug schon. Man muss die Sachen auch lesen. Beide Armeen haben diese Runde schon was gemacht. Deshalb kann ich gar nichts, kann ich die nirgendwo hinschicken. Deshalb kriege ich auch keine Optionen angezeigt. Gut. Ja, wir sind im Jahr 270 vor Christus und dann würde ich sagen, wir beenden den Turn. Und sind im Jahr 269. Und jetzt sollte das auch funktionieren. Ja, wunderbar. Ja, und ich würde jetzt erstmal nach Spanien, glaube ich, gehen. Wobei die Armee ist jetzt immer noch etwas dezimiert. Vielleicht müssten wir die erstmal aufbauen. Ja, die Gallier sind auch gut. Die kann man gut gebrauchen für die Legion. Können wir also hier wieder stärken. Dann können wir allerdings ja hier in dieser Runde nichts mehr machen. Und, Ja, Reiter geht immer noch nicht. Da sind wir immer noch nicht. Wir sind ja jetzt Centurio und da können wir noch keine Reiter anführen. Gut, dann nehmen wir unsere neue Armee hier in Rom und gehen stattdessen noch hier. In die Alpenprovinz. At the edge of the forest. Your scouts cry out the dreaded word, Barbarians! Sauber. Ja, also nicht nennenswert der Reichtum. Die Armee ist auch eher gewöhnlich und naja, also das taugt nichts. Welcome to the mountains, great warrior. Ja, dann sind wir mal freundlich. Ah, we should trust each other, my friend. Ah, you would lie to us, attack them. Ach, das geht aber auch immer schnell. Ist auch ein lustiges, also ich habe jetzt Ultimatum ausgewählt, dann sagt er jetzt wieder Surrender or Die, ist ja auch ein nettes Ultimatum eigentlich. Ne? Ja, wir geben natürlich nicht auf, wir ziehen in den Krieg und das hat ja ganz gut geklappt mit dem Keil die letzten Male. Oh ja, jetzt erst recht.
Das sind natürlich zahlenmäßig, sind die deutlich weniger. Das sieht man jetzt auch schon. Mal sehen. Das wäre wahrscheinlich jetzt nicht nötig gewesen. Und hier wäre vielleicht dann auch eine Angriffstaktik über links sinnvoller gewesen. Aber ich denke, es wird reichen. Ja, da ziehen sie sich schon zurück. Eine kleine Abteilung noch. Ja, und jetzt haben wir die auch. Ja, das war wieder ein glorreicher Sieg für die zweite italienische Armee hier. Aber trotzdem 758 Verluste, das ist ja nicht so ganz wenig. Ja, so, die sind restless. Es ist occupied, okay. Ja, hier können wir jetzt keine Flotte bauen, natürlich, weil es einfach keinen Zugang zum Meer gibt, ist ja logisch. Ja. Jetzt können wir im Prinzip schon wieder nichts machen. Genau, die sind auch forming. Wir können nichts machen, dann beenden wir mal den Turn. Und sind im Jahr 268 vor Christus. Und jetzt sehen wir hier was Interessantes. Hier ist nämlich jetzt so eine Marauding, also die marodieren da jetzt. Ja, es sind also Mazedonier, die in Mazedonien marodieren. Das ist natürlich interessant. Aber das müssen wir halt im Auge behalten. Je nachdem, wo die jetzt hinziehen. Nicht, dass die in unsere Provinzen ziehen. Deshalb würde ich jetzt sagen, ich ziehe mit der. Na, ich warte mal ab, was passiert. Ne, ich ziehe hier mal nach da. Dann bin ich näher dran. Und hier die. Können wir die stärken einmal? Ja. Zack. Haben wir einmal gestärkt. Und wir kontrollieren mal eben den Zustand. Hier können wir nochmal Spiele abhalten. Hier machen wir mal eine Gladiatorenschau in Sizilien. Das lohnt sich doch sicher. Das war sehr teuer. 30 Talente. Und ich hatte jetzt gehofft, dass sofort irgendwie die Stimmung da besser ist, aber da habe ich mich getäuscht. So leicht lassen sich die Sizilianer nicht rumkriegen. So nicht. Ja. Und jetzt gucken wir mal nach diesem Zug, wo ziehen die marodierenden Mazedonier hin? Ah ja. Ja, und jetzt ist der Moment, da müssen wir ja was tun. Das geht so nicht. Hier unten ist auch noch mal jemand. Wer ist denn das? Das sind Karthager. Na, denen ist sowieso nicht zu trauen. Habe ich mal in einem Buch gelesen. Also fallen wir jetzt hier ein. Zack. Und da kommt sie jetzt auch sofort zum Kampf gegen die. Also jetzt wird nicht erst irgendwie mit den dort Lebenden verhandelt, sondern ich kämpfe jetzt erstmal genau gegen diese Armee, die wir da hatten. Und das ist schon eine ordentliche Truppe da. Mit Reitern und allem drum und dran. Und da werden wir mal nutzen Scipios Defense. Zum Glück sind die römischen Legionäre ja wirklich Berufssoldaten und deshalb haben wir mit Sicherheit selbst in Unterzahl eine Chance zu gewinnen. Also das ist Scipios Defense. Das habe ich mir auch irgendwie, ja, wie soll ich das sagen? Beeindruckender vorgestellt. Scipio ist also einfach stehen geblieben, bisschen nach rechts geritten und dann war es das, oder was? Also manchmal ist man schon verwundert. Aber es scheint ja geholfen zu haben, sonst hieße das ja nicht so. So, bei dem sind jetzt auch ein paar stehen geblieben. Und jetzt muss man natürlich gucken. Los. Jetzt schicken wir sie nach vorne, denn die anderen bleiben auch da stehen. Gehen also in die Offensive und so, ich denke, sobald wir da den Hauptmann, den Anführer erledigt haben, hauen die anderen dann wahrscheinlich ab. Zack, ja. Die Fußtruppen sind schon mal weg. Die Reiter sind noch da. Ah, so.
gewonnen. Mal sehen, wie hoch hier die Verluste waren. Das war ja schon ein langer Kampf. Oh, das ging aber. Ja, auf der anderen Seite doch recht hoch. So, und jetzt ist es ja so, wir waren ja nach Dalmatien gekommen. Und hatten da aber die Mazedonier angegriffen. Und jetzt sind wir also hier in Dalmatien. Ja, und meine Späher, die berichten jetzt, dass das nicht leicht wird. Ich bin also gespannt. Die haben auch nicht viel Reichtum, das lohnt sich also mal wieder nicht, aber die Armee ist stark. Ja, und mutige Kämpfer haben die. Okay, also irgendwie habe ich das Gefühl, dass alle Sachen immer dazu führen, dass man kämpft hinterher. Aber gut. Oh. Ey, das könnte auch schief gehen. Trotzdem, wir nehmen mal den Keil nochmal und treiben ihn hoffentlich durch die gegnerische Armee. Aber das sieht nicht gut aus für uns. Das sieht so aus, als seien wir doch deutlich in der Unterzahl. Okay, das hat geklappt, aber jetzt hier ist meine erste Abteilung, die sich zurückzieht. Abteilung? Kohorte? Ich weiß es nicht. Habe ich in Geschichte wahrscheinlich nicht gut genug aufgepasst? Ja, das wird eine knappe Kiste. Ah ja, das könnte jetzt da hinten den Umschwung gebracht haben. Wir haben jetzt den Anführer. Ja, da haben wir ganz... Also das aber... Ja, die haben sich zwar zurückgezogen, aber eigentlich hatten wir deutlich mehr Verluste. Also das ergibt jetzt nicht so viel Sinn. Wir hatten noch 1000 übrig und die dalmatische Armee, ob das so richtig ist, die hatten noch fast 2500 Krieger übrig. Kann ich mir nicht so richtig vorstellen, dass man so gewinnt, aber na gut. Ja, wir waren erfolgreich und haben jetzt das Römische Reich damit schon auf 6 Provinzen immerhin ausgedehnt. Wir beherrschen also jetzt den zentralen... Kann man da vom zentralen Mittelmeerraum sprechen? Ich weiß es nicht. Stimmt ja auch nicht, weil wir auch Gallien, also bis an den Atlantik, ja, beherrschen. Wir vielleicht eher... das Zentrum Europas. Ja, das stimmt natürlich auch geografisch nicht so richtig. Naja, also wir beherrschen jetzt jedenfalls 6 Provinzen insgesamt. Die Frage ist, was machen hier die Karthager? Das ist immer eine ganz wichtige Frage sowieso. So, die sind schlecht drauf und wir können jetzt gerade da nichts machen. Wir sind aber jetzt im Level gestiegen und sind jetzt Tribun. Und jetzt hoffe ich, dass wir hier eine neue Legion ausheben können. Und zwar... Ach, können wir uns nicht leisten. Ja, geht nicht. So, jetzt würde ich mit der Armee nach Rom, in die römische Provinz ziehen, falls die Karthager hier mit ihrem Schiff übersetzen. Das ist nämlich auch von den Karthagern. Und wie gesagt, ich habe da schlechte Sachen drüber gelesen. Also ich glaube, die sind kriegerisch, die mögen uns nicht. You find a large wooden horse on an expedition to Asia Minor. Ja, schön. Aber ich habe 20 Talente verloren. Also eine Zufallskarte hier quasi. Ich hatte doch gar keine 20 Talente. Wie soll ich denn da 20 Talente verlieren? Ja, das ist natürlich blöd. So, wo sind die jetzt hin, die Karthager? Jetzt weiß ich nicht mehr, wo die Karthager hin sind. Ach, furchtbar. Ja, im Moment würde ich sagen, gibt es nicht viel zu tun. Wir könnten hier... Courage is weak. Hier möchte ich keine Soldaten mehr holen. Das ist hier besser. Jetzt haben sie sich aber schon bewegt, diesen Zug. Also das ist immer ein bisschen schwierig, weil man da gar nicht so viel machen kann. Wir gehen also einen Zug weiter. Okay, ja. Also die Sizilianer hätten gerne Spiele. Können wir uns natürlich gerade so leisten.
Und dann können wir uns natürlich wieder keine neue Armee leisten. Das ist schwierig. Und jetzt, die Karthager, die überfallen uns in Italien. Die sind doch verrückt. Was machen die denn da? Oh, mit Elefanten. Eieiei. Ja. Volle Kanne, würde ich sagen. Eieiei, mit Elefanten. Und zwar Bogenschützen auf den Elefanten. Das ist aber wirklich gar nicht so ohne. Also Schildkrötentaktik ist angesagt. Okay, die Elefanten sind gefallen. Jetzt fallen die Reiter in den Rücken, das ist schlecht. Ja, da ist nämlich die erste Kohorte schon weg. Eieiei. Gleich haben wir Rom verloren und das Spiel ist zu Ende. Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube. Ah, okay. Jetzt haben wir den Feldherrn der Karthager haben wir geschlagen. Eieiei. Was haben wir denn jetzt noch? Da sind noch welche. Meine wehren sich auch nicht mehr. Das ist schlecht. Das ist ganz schlecht. Das wird eine knappe Kiste. Ob das jetzt noch reicht? Also, die Reitereinheit. Oh. Ich glaube, das verlieren wir. Ja, da ist natürlich nicht ganz klar, wie das dann ausgeht. Was heißt das, wenn wir hier verlieren? Wie gesagt, wir verlieren dann unsere Hauptstadt. Oh, the Marauding Army of Carthago meets the Roman Garrison. Okay, wir haben da nochmal was. Nee. Ach doch. Ja, mal sehen. Ach, da haben wir also nochmal für einen Notfall haben wir nochmal eine ordentliche Armee. Das ist natürlich gut, aber unsere andere Armee ist komplett aufgerieben. Also das ist jetzt die Garnison, sozusagen die stationierte Garnison in Rom. Aber, tja. Ich bin natürlich gespannt, ob unsere Armee, die wir ja auch brauchen, ob die denn jetzt noch da irgendwie auch unterwegs ist oder ob wir die damit endgültig verloren haben. Oh, der Feldherr reitet da rein. Der ist auch sehr aktiv. Können wir da eingreifen? Können wir den angreifen? Ja, ich möchte dahin. Wie geht das? Ach so. Gewonnen. Naja gut, das ging jetzt natürlich schnell. Da waren ja auch nicht mehr so viele Karthager übrig. Wie sieht es hier mit der Armee aus? Die hat jetzt total gelitten. Und da sind noch 268 Soldaten drin. Ja, nicht so gut. Gut, wir beenden mal den Turn. Ach, schon wieder. Wo kommen die denn jetzt schon wieder her? Oh, ja, ob es das jetzt bringt, also, jetzt greifen die erneut an und unsere 268 Leute-Armee, ich denke, die ziehen wir mal zurück, sonst haben wir gleich nämlich keine mehr. Und ich glaube, es ist billiger, die aufzufüllen, als eine neue wieder ins Leben zu rufen. Dann ergeben wir uns lieber mal und hoffen halt wieder auf die Garnison, dass die uns da raushaut, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, was in der ersten Folge so leicht begonnen hat, wo es so aussah, als würde man so, wie soll ich sagen, mit einem Schwertstreich hier quasi alles nacheinander erobert, das sieht man, ist eben hier dann doch nicht mehr der Fall. Ah ja. Das ist hier nicht so der Fall. Sobald nämlich, sobald die anderen Armeen mit ins Spiel kommen. Und dann sieht man eben, dann ist man damit auch beschäftigt. Gerade durch das Prinzip, dass ja jede Armee in jedem Zug nur eine Aktion durchführen kann, ist man da sehr schnell ja, in so einer Bredouille, weil man
Ja, in der Zwischenzeit zum Beispiel die Armee nicht wieder stärken kann, wenn zwei Runden nacheinander ein Angriff erfolgt. Gut, das hier ist wieder deutlich ausgegangen. Das ist also wieder ein Sieg. Jetzt mal mit einer anderen Taktik. Ja, aber wie gesagt, wir haben jetzt dafür diese Armee, die nur noch 268 Legionäre hat, die haben wir da noch und das hilft uns irgendwie nicht so richtig weiter. Und wir haben trotzdem auch schon wieder 1000 Soldaten verloren. Naja. Gut, können wir damit noch was machen? Die haben jetzt ja gekämpft. Ah ja, okay, weil wir angegriffen wurden, scheint das dann zu gehen. So, jetzt kriegen wir die nicht komplett aufgefüllt. Aber jetzt haben wir eine. Wir haben die jetzt abgegradet. Das ist jetzt eine mit Reitern. Das ist natürlich super. Wir haben aber keine Reiter. Ist aber nicht so schlimm. Müssen wir uns irgendwo in einer anderen Provinz suchen. Jetzt gucken wir mal hier. Unsere Einnahmen pro Runde sind inzwischen auf 13 oder was angewachsen. Wir könnten gut. Ah ja, hier sieht man auch, der Status hat sich verändert. Die Provinz, die Alpenprovinz, Gallien und Narbonensis, die sind jetzt alle, haben den Status der Alliierten. Also da hat sich die ganze Lage so ein bisschen beruhigt auch. Das ist ganz gut. Leider kriegt man nicht überall her Geld. Das ist noch nicht so gut, aber da müssen wir gleich mal gucken. Vielleicht können wir die. Ne, wir haben ja wieder kein Geld. Wir können die also nicht upgraden. Schade eigentlich. Ja, vielleicht können wir hier aber schon mal weiterziehen mit. Ich wollte ja eigentlich Spanien erobern. Aber vielleicht erobere ich doch lieber was, das weiter weg ist von den Karthagern. Die nerven nämlich. Eine Eroberung kriegen wir ja vielleicht auch diese Runde noch hin. Aber die ist ja auch total geschwächt hier. Die Armee hat ja nur 1400. Ne, dann beende ich mal erstmal. Ne, wo gab es denn jetzt viele? In der Alpenregion gab es ja auch nicht viele. Ich gehe mal nach Gallien. So. Beenden wir mal den Turn. Oh, da sind sie. Jetzt haben die Sizilien geschnappt. Da könnte man sich ja echt drüber aufregen. Unmöglich. So, jetzt haben wir ein paar Reiter und ein bisschen Infanterie. Ja, und jetzt müssen wir im Prinzip doch da erstmal nach Sizilien runter. Ach, ich habe ja schon was gemacht. Ah. Schlimm ist das hier. Gut, dann füllen wir hier auch diese Armee mal auf. Vielleicht können wir die auch upgraden. Ja, können wir. Und auffüllen. Okay. Ja, dabei kann ich nicht so richtig abschätzen, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Vom Verhältnis. Noch ein Turn und jetzt werden wir wieder angegriffen. Die sind aber auch echt. Die hauen rein. Und da sind sie wieder. Ja, jetzt haben wir hier Reiter, sieht man hier ganz links in der Ecke. Sind aber noch nicht so viele. Unsere Armee ist ja noch gar nicht wieder vollständig und jetzt gleich wird sie vor allen Dingen mal wieder zerrieben werden. Wir kämpfen mal und gucken mal, ob wir dann uns irgendwann zurückziehen und den Rest dann der römischen Garnison überlassen. Ja, jetzt erstmal wieder die Elefanten. Was machen die in der Mitte? Hauen die schon ab? Nee. Ich dachte schon. Okay. So, das ist erledigt. Ah, die hauen aber jetzt ab. Das ist nicht gut. So, jetzt aber die Reiter. Ja, hat sich erledigt. Ja, und jetzt würde ich sagen, geht's mal ab zum, ab in die Flucht. Und den Rest, den lassen wir dann.
Den Rest lassen wir dann mal die Garnison wieder erledigen. Dann verlieren wir jetzt vielleicht nicht mehr so viele Soldaten hier im Kampf. Denn so schnell können wir die nicht nach. Wie heißt das denn jetzt noch? Wir können nicht so schnell junge Leute einziehen hier. Okay. So, jetzt retten die das wieder hier. Machen wir so und so, mal sehen. Über die Flanken. Aber auch die Garnison ist inzwischen geschwächt. Also das ist hier schon. Dafür, dass das der einfachste Schwierigkeitsgrad ist, bekomme ich gerade so ein bisschen Sorge, wie es hier mit unserem Plan aussieht, das Römische Reich zur vollen Größe aufsteigen zu lassen. Tja. Ja, aber das sieht jetzt doch gut aus. Allerdings haben wir eben doch wieder viele verloren. Und tja, ja, sowohl in der Garnisonsarmee als eben auch in unserer regulären hier. Jetzt müssen wir wieder gucken, 175 hätten wir, die wir da sozusagen nachstecken können. Das ist aber, das hilft nicht wirklich weiter. Außerdem haben wir Sizilien verloren, das ist sowieso ärgerlich. Ja, wir sind auch fast am Ende jetzt mit der Zeit. Ich würde noch einen Zug mal machen. Hier würde ich mal erstmal gucken, was sagt hier unsere. Können wir die noch weiter stärken? Oh ja. Ja, das sieht ja anders aus, ne? Vorher hatten wir ja auch 4200 Infanterie. Jetzt haben wir 4150 Infanterie und 300 von der Kavallerie. Also berittene Legionäre. Und damit soll man natürlich demnächst dann auch Spanien. Oder vielleicht hier oben Germanien relativ leicht erobern können. Hier sieht es natürlich einfach nicht so doll aus. Die Frage ist auch, ob wir vielleicht mal uns doch hier eine Flotte auch bauen müssen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob wir uns das leisten können. Oh, also, okay, ne. Triremo kostet 5 Talente. Gut, wir haben jetzt gerade überhaupt gar keinen. Wir haben kein Talent. Ja, ich habe Sorge, dass wir jetzt direkt wieder zwei Kämpfe haben, wenn ich ins Jahr 260 wechsle. Ah, jetzt sind die gelangweilt und wollen eine Gladiatorenshow haben. Super. Ja, was kostet das denn? Ich brauche ein Amphitheater und habe gar keins. Das ist nicht gut. Dann wird das wohl im Moment nicht gehen. Na gut. Ja. Ich denke, oh, hier bahnt sich schon was Neues an. Sind da wieder neue Mazedonier. Ich glaube, wir müssen mal Mazedonien erobern. Aber gut. Ja, wir haben eine Folge gehabt, in der es gar nicht so sehr vorwärts ging. Eine zusätzliche Provinz haben wir jetzt nur geschafft. In der Spielzeit. Eine haben wir verloren am Schluss jetzt sogar. Es ist also schwer, hier die Größe des Gebietes zu halten. Wir haben eigentlich noch zu wenig Armeen und sind entsprechend zu langsam vor Ort. Jetzt wird es also auch eine knappe Kiste werden. Wahrscheinlich werden wir Dalmatia wieder verlieren an die Mazedonier. Da müssen wir also dann beim nächsten Mal ein bisschen weiter durchschlagen, sozusagen. Aber dafür muss ja die römische, also die in Rom stationierte Legion erstmal wieder an Stärke gewinnen. Das wird in der dritten Folge passieren. Vielleicht seid ihr dann wieder mit dabei. In der dritten Folge. Ich würde mich sehr freuen. Schaut euch auch die anderen Let's Plays einfach mal an. Lasst gerne auch einen Kommentar und einen Daumen hoch da. Ja, danke, dass ihr zugesehen habt und bis zum nächsten Mal. Euer Thomas von TomTomGames. Ciao.